So, Evo 8 gegen E36. Der E36 fährt ja eine 13,74 und der Evo eine 14,63. Ja, Ford Mustang V8 gegen Golf 5 GTI. Gegen eine 14,57 auf Band 2. VW Corrado 1,8T mit DSG und Allrad gegen Fiat Cinquecento Turbo. Jetzt wird schwarz. VW Caddy mit Diesel gegen BMW E90. Den frage ich jetzt erstmal, was da für ein Motor drin ist. Was ist hier für ein Motor drin? Benziner. 3 Liter Diesel. Leicht anfrisiert, hat er gesagt. Einmal noch das Fenster wieder schließen. Ey, stopp! Feierabend! Mach Auto aus! Dein Kühlwasser verteilt sich gerade. Ja, direkt auf der Wiese. Der müsste auch eine Stage 1 haben wie du. Vielleicht auch 1,5 oder so. Also BMW 330 gegen 530, beide Diesel, beide leicht anomalisiert. Gegen eine 14,13. Ja, Bahn 1, Turbo-Team Mehlen hat heute eine riesen Überraschung gehabt. Da sitzt nämlich nicht er selber drin, sondern die Tochter seines Bruders. Die haben ihn heute einfach eiskalt verarscht. Erst hat er sich umgezogen, dann haben die schnell Klamotten getauscht. Und dann stand er neben ihm, als sie gefahren ist. Und jetzt ist Papa natürlich ultra stolz. Ich finde, das hat einen riesen Applaus an ihn. Da sitzt ein junges Mädchen drin. Gegen BMW E30. Laufen lassen, wir lassen laufen.
60,19 auf Bahn 2. Opel Vectra B Turbo gegen Golf 4 18T. Mach bitte nicht den Himmel noch bewölkt. Gegen eine 16,40 auf Bahn 2. So, ganz kurz, bevor ihr Burnout macht, ich möchte einmal was ansprechen. Das ganze Team, also die meisten von unserem Team, nächtigen hier in Brilon. Meine Frau und ich, wir fahren immer extra nach Hause, weil wir haben Hund zu Hause. Was denkt ihr euch? Ja, was interessiert uns das? Hier sind ganz viele Besucher. Ganz viele Besucher mit Hunden, die echt Angst haben. Und das finde ich echt doof. Weil die Tiere können sich nicht wehren, die können nicht sagen, aber ich will hier weg. Also wenn ihr mit dem Hund hier seid und der Hund hat Angst, ganz ehrlich, lasst ihn zu Hause, bringt ihn zu Freunden oder was auch immer. Aber Tiere haben hier echt nichts zu suchen, vor allen Dingen nicht ohne Leine. Und bei kleinen Kindern bitte versucht, Schutzmaske, also hier um Gehörschutz aufzuziehen. Hier vorne sehe ich einen kleinen Jungen, der hat einen Gehörschutz auf. Großes Lob dafür. Also wirklich so, kleine Menschen und Tiere liegen uns sehr am Herzen. Und da möchte ich nicht, dass hier jemand Angst hat oder irgendwie einen Hörschaden kriegt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt machen wir weiter mit Vectra, Astra F Turbo gegen Golf 4, 1,9er Diesel. Eine 13,46 gegen eine 15,47 auf Bahn 2. Mal richtig Bock. Ich denke, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Mercedes C-Klasse mit Diesel gegen E36 325. Mercedes hätte eine 16,57 gegen eine 17,34 im BMW E36.